Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es ist nach wie vor ist es umso wichtiger, dass wir was gegen diese Wahnsinnstechnologie unternehmen, dass wir uns aufrappeln und dagegen angehen. Die Regierung und auch die Betreiber versuchen immer wieder mit allen möglichen Tricks uns vom Weg abzubringen und versuchen, diese Geschichte zu kippen. Und wir müssen schauen, dass wir uns immer wieder aufrappeln und immer wieder Energie sammeln, dass wir endlich diese Technologie abschaffen. Es muss abgeschaltet werden. Müssen wir, ja. Also ich möchte jetzt erst auch nochmal mich bedanken bei Till, der uns diesen Anhänger wieder zur Verfügung gestellt hat und extra hergebracht hat. Dann bei Markus, der auch die Technik jedes Mal mitbringt und allen anderen, die hier helfen und geholfen haben, die Demo heute wieder zu organisieren. Vielen Dank. Ja, ihr lieben Freunde, aus Zeitungen wissen wir genügend, was zurzeit wieder läuft und was eben auch in Fukushima eben die letzten zwei Jahre passiert ist seit dem Unfall. Und die Zeitungen stehen gerade wieder voll heute. Ein kleines Beispiel, was ich ganz besonders bescheuert und blöd und unmöglich gefunden habe heute, das aufgerufen wurde, weil die Regierung und TEPCO kann natürlich die ganzen Betroffenen nicht unterstützen in dem Maß, wie es sein sollte. Im Grunde überhaupt nicht. Also muss die Bevölkerung, muss den armen Leuten in der Gegend von Fukushima muss jetzt helfen, indem aufgerufen wurde, dass man dort das Gemüse jetzt kaufen soll. Ist doch super, ne? Es ist die einzige Alternative, die sie bereitstellen. Ja, also es ist wirklich schlimm und ich möchte jetzt den Augenblick mal wieder wahrnehmen dafür, dass wir uns die Situation drunten in Fukushima vorstellen und uns mit den Menschen irgendwie verbinden, in Gedanken und mit unserem Mitgefühl und möchte eine ganze Minute schweigen jetzt.
Dankeschön. Wir wollen jetzt mit unserer Veranstaltung beginnen.